Ich bin Leo Söldner. Ich habe an der Universität für Bodenkultur studiert und ich bin beim Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich aktiv, mache Bildungsarbeit und Consulting dort. Die Gesellschaft hat oft sehr, sehr enge Normen von zum Beispiel, was männlich, was weiblich ist. In der Medizin sind die Normvorstellungen noch kleiner. Und bei der Intergeschlechtlichkeit geht es um einen Körper, der nicht in diese engen männlich-weiblichen Definitionen reinpasst. Intergeschlechtlichkeit kann auf der Hormonebene, auf der Anatomieebene oder auf der DNA-Ebene sein. Und oder vielleicht auf allen drei oder nur auf einer Ebene beispielsweise. Bei manchen Menschen merkt man bei Geburt, dass sie intergeschlechtlich sind. Bei manchen zeigt sich das in der Pubertät, dass der Körper sich anders entwickelt, als man vermutet, dass er sich entwickeln würde. Andere Leute erfahren das erst im Erwachsenenalter, finden das heraus, manche auch nie. Und man muss dazu sagen, die gesellschaftlichen Normvorstellungen von männlich-weiblich ändern sich ja über die Geschichte. Die sind konstruiert und es gibt immer schon intergeschlechtliche Menschen. Das Problem ist eher, dass es eine Interfeindlichkeit gibt, also dass Leute Angst haben oder diskriminieren gegenüber Menschen, die nicht ganz in die Normen und die Schema reinpassen. Und das ist in Wirklichkeit das Problem. Es ist kein medizinisches, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Im Verein Intergeschlechtliche Menschen setzen wir uns für die Menschenrechte ein. Beispielsweise, dass die Geschlechtseinträge für intergeschlechtliche Menschen, aber auch darüber hinaus für nicht-binäre Menschen leichter zu erreichen sind. Momentan ist es noch mit Gutachten, mit großen Hürden verbunden. Genau, was ist ein Geschlechtseintrag? Vor 2019 gab es einfach nur männlich-weiblich und dann wurde von einer intergeschlechtlichen Person erkämpft vor Gericht mit mehreren Instanzen, dass es mehr Geschlechtseinträge gibt. Männlich-weiblich, inter, divers. Man kann einen Geschlechtseintrag offen lassen und das später eintragen oder man kann ihn auch streichen lassen. Also dann ist einfach keine Angabe in diesem Feld vorhanden. Und seit 2020 gibt es eben jetzt diese 6 Einträge hier in Österreich. Dafür setzen wir uns einerseits ein, aber was uns auch sehr wichtig ist, das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit, dass man auch selbst bestimmen kann über seinen Körper und das nicht fremdbestimmt von Eltern oder von anderen Leuten, es Eingriffe gibt, die nicht dringend lebensnotwendig sind. Intergeschlechtlichkeit sichtbar machen ist urwichtig, weil gerade Intergeschlechtlichkeit oft tabuisiert wird. Die Eltern sagen dir, darüber redet man nicht. Oder die Medizin sagt dir, das korrigieren wir geschwind. Meistens sind dann recht gewaltvolle OPs auch damit verbunden, muss man leider sagen. Aber man kriegt oft gesagt, darüber redet man nicht oder das tut man nicht oder das ist privat. Oder es maschinieren sich selbst vielleicht manchmal ein bisschen, wenn man merkt, oh, der Körper entspricht nicht den Erwartungen in der Gesellschaft. Gerade deshalb ist es schön, die Sichtbarkeit zu haben. Wenn ich mich mit gleichen Leuten austauschen kann, kann ich mich auch leichter noch selbst finden und leichter meine eigenen Entscheidungen treffen, wenn ich einfach die ganze Palette an den Möglichkeiten in der Welt kennenlerne und einfach auch Vorbilder habe, sehe, aha, da gibt es schon eine Person, ah, die ist ähnlich wie ich, boah, die schafft es auch, out und proud zu sein, also offen und geoutet zu sein. Wie Institutionen sehr, sehr gut Sichtbarkeit schaffen können, ist beispielsweise hier im Haus der Geschichte Österreich, dass der erste Pass mit einem X hier ausgestellt wird. Das ist schon ein großer Schritt, einfach eine Bühne zu bekommen, dass Leute dann vielleicht den Pass sehen, sich überlegen, was bedeutet das. Manche Leute googeln vielleicht, hoffentlich finden sie eine gute Quelle, um was Gutes herauszufinden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder eben wie hier jetzt ein Video aufzunehmen, eine Diskussionsveranstaltung, wo intergeschlechtliche Personen beispielsweise selbst sprechen können, ist eine gute Möglichkeit. Oder bei den Aussendungen, Öffentlichkeitsarbeit, Texte, Beschriftungen, überall einfach schauen, dass man geschlechtsneutral oder geschlechterinklusiv schreibt. Das ist ein wichtiger Schritt. Aber auch zum Beispiel, dass man vielleicht schaut, dass man im Team selber ein diverses Team hat oder Schulungen fürs Team, Workshops macht zur Sensibilisierung. Leute, die mit Kundinnen in Kontakt kommen oder mit Besucherinnen, wie in dem Fall. Ich verstehe es gut, man ist unsicher, wenn man nicht weiß, wie man tun soll und dann versucht man Sachen zu vermeiden. Aber eigentlich geht es genau darum, um Infos zu kriegen und dann einfach gut reagieren können. Selbstbestimmung bedeutet für mich, das zu machen, was mir entspricht, der sein zu dürfen, der ich bin und einfach für mich meine Entscheidungen treffen zu können und dass sich da niemand anderer einmischt und dass ich das selbst entscheiden kann. Aber es ist einfach generell einfach gut zu merken, ich bin nicht allein und dass mehr und mehr Leute rauskommen und sagen, ich bin stolz auf meinen Körper, der ist genauso wie er ist und es ist ein guter Körper, es ist ein schöner Körper, es ist mein Körper.